Willkommen zum nächsten Game, und zwar RF 2012 Real Football. Ich will mich mal hinreißen lassen, ein Fußballspiel zu spielen. Und das noch auf dem Tablet, mal gucken, wie es läuft. Okay, gehen wir mal rein. Da gab es noch ein Tutorial, das habe ich jetzt nicht gemacht. Leicht verpasst. Ist auch gratis, dieses Spiel. Und ich gehe jetzt einfach mal rein, Einzelspieler. Deswegen, haut mich ruhig, wenn ich jetzt wieder fail. Einzelspieler, macht mit bei dem aufregendsten Spiel der Welt. Hui. Was nehmen wir denn, ein Testspiel? Oh, da gab es sogar noch Training. Ah. Kann man sich aussuchen? Ja, nehmen wir einfach mal Deutschland. Alles aktivieren, 75. Ich meine, das ist von Gameloft das Spiel. Die wollen sich auch irgendwie finanzieren. Och, alles gesperrt hier. Ärgerlich. Gegen wen kann ich denn dann spielen hier, wenn die alle gesperrt sind? Da, Europa. Hallo? Nein, Team aktivieren. Dann nehmen wir Deutschland. Da weiß ich, dass das geht. Pass auf. Jetzt spielt quasi die deutsche Mannschaft gegen die deutsche Mannschaft. Mal sehen, wer gewinnt. Hui, Teamstatusboost. Alle Spieler des Teams erhalten einen Fähigkeitsboost von 10%. Oh, benutzen kostet wieder 10. Nein, danke. Kleines Pay-to-Win-Spiel hier, was? Oh Mann, das kostet 100. Okay, wir bleiben bei Bedrick. Ne, Red Brick, so rum. Also man kann ja richtig viel einstellen im Grunde. Aber das Spiel will einen immer dazu bringen, was zu kaufen, so wie es aussieht. Ich will jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich kenn's ja noch gar nicht so richtig. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was jetzt kommt. Voll auf dem Tablet. Hallo? Oder so wie Tipkick. Mal gucken. So, es lädt. Die Spiele funktionieren auch soweit immer nur mit einer Internetverbindung. Bildschirm berühren weiter. Oh, mit Kommentator. Ist ja der Hammer. Yeah, what's good? 80.000 Kapazität. Ich meine, Grafik sagen viele jetzt bestimmt so, aber wenn man sich mal so überlegt, das ist nur ein Tablet. Also eine Mobile-Version im Grunde, Handy quasi. Ist ja eigentlich schon nicht schlecht. Wobei die Männchen scheiße sind. Die Zuschauer. Okay, warte, passen. Lauf! Ah, okay. Nein! Oh! Lauf! Ach, sprinten kann ich auch, warte. Also man sieht ja, links ist das... Oh, da habe ich den Ball. Das war ich aber nicht, das war der... Oh! Passen! Wo ist der Ball? Ach, da. Hä? Was hat der denn? Behalt den Ball. Jetzt komm mal hier. Genau, laufen wir jetzt aus. Fertigen. Nein. Kann ich den noch drücken? Los! Oh nein! Ach, Grät. Das ist schon wahrscheinlich die Grätsche, ne? Pass auf. Wir grätschen jetzt da voll rein. Hui. Ja, genau. Ich war gar nicht dran. What the fuck? Ja, das war Fußball. Ich gehe nochmal rein. Da habt ihr jetzt auch ein paar Spiele gesehen, die noch kommen. Oder schon waren...
Also ein bisschen abgestürzt, glaube ich, jetzt gerade. Aber lädt er relativ schnell. Los! Hätte ich mal nichts gesagt. Ich glaube, das will kapitulieren. Hat sich wahrscheinlich gesagt, boah, Alter, ist er schlecht. Lass den halt bloß nicht spielen und zeigen. Ich zeig's euch aber trotzdem. Los, dreh dich doch. Wenn er sich dreht, weiß ich, es passiert was. Ah, guck mal. Ist doch mal ein schnelles Spiel. Komm mich mal. Genau, und deine Story beginnt hier. Und ich meine, an sich war gerade ja, wie gesagt, für so ein Tablet war das eigentlich gar nicht so schlecht jetzt. Man steigt sogar im Level auf. Blauer Drache, gib dem Spiel den blauen Drachenball. Oh, einen gotischen Touch. Wow, Brasilien. So, jetzt lädt es wieder ein bisschen. Hättest du es gewusst? Nein, hätte ich nicht gewusst. Ach so, hinter seiner Arroganz versteckt er fehlendes Selbstvertrauen. Ah, ist klar. Ist er berührend weiter? Ach so, da kommt immer so ein Quiz zwischendurch. Jetzt habe ich es verstanden. So, ich will auch wenigstens mal ein Tor schaffen hier. Komm. Passen. Oh, jetzt bin ich Brasilien, sehr gut. Und wir drücken mal den Sprintknopf. Tschüss, ihr Luschen. Und Schuss. Oh, da war ja super knapp. Genau, oh, packt ihr im Kopf. Wo bin ich denn? Hä? Achso, hier. Oh, vorbeigelaufen. Das war ja super knapp. Komm hier. Danke. Lauf. Jawolle. Tor. Ach, guck mal. Zwei Münzen und 10 EP. Ah, das ist ja witzig. Was für ein dummer Torhüter. So, Deutschland hat Abstoß. Dankeschön. Lass mich. Oh, geht einfach dazwischen. Ich dachte, ich könnte wieder losrennen. Komm hier. Zack. Nein. Oh, ich wollte auch passen. Ah, ne, falsch rum. Da bin ich. Ja, guck mal. Ich könnte wetten, wenn man gewinnt oder verliert, also das ganze Spiel, dann kriegt man nochmal einen Bonus oder irgendwie sowas. Yeah, what's good hier? Schnapp dir den Ball. Hui. Oh, da war sogar einer, cool. Nein, oh doch. Oh, ich wollte gerade schießen. Gib mir den Ball, Mann. Gib mir den Ball. Wo bin ich da? Ja, wo will der denn hin? Falsche Richtung, Kollege. Also die KI ist wahrscheinlich der Hammer hier gerade. Guck mal, guck, wie der wegrennt. Was der Angst hat. Jetzt hol dir den Ball. Hä? Habe ich nicht verstanden. Dankeschön. Passen. Guck mal, wie das hier abgeht. Jetzt rennen wir da durch, machen Tor. Jawolle. Also wer weiß, wie ich FIFA spiele, oder ihr könnt ja einfach mal suchen. FIFA Arsch. Das erste Video ist von mir.
Und dann seht ihr mal, wie ich FIFA spiele, wo es eigentlich ein bisschen schwieriger ist, meiner Meinung nach. Das kann ich absolut nicht und hier habe ich schon 2 Tore drin. Also der Schwierigkeitsgrad ist ja nicht sonderlich hoch gerade. Wahrscheinlich weiß das Spiel auch, dass ich das nicht kann. Oh! Guck mal, hab ich! Lauf! Ah, jetzt sind wir so nervös, ne? Hä? Keine Verlängerung? Oder Nachspielzeit, besser gesagt. Was ist das denn? Guck mal, Schüsse 4 aufs Tor 3. Dafür gingen 2 schon rein, nicht schlecht. Na gut, ich beende hier mal das Spiel. Und sag einfach mal, ja, also so schlecht ist es jetzt nicht. Wer unbedingt mal ein Fußballspiel spielen möchte, soll sich das gerne mal angucken. Ist soweit auch gratis und man kriegt ja diese Münzen, Sterne, Erfahrungspunkte, wie auch immer. Durch Tore, durch gewonnene Spiele wahrscheinlich. Also guckt es euch mal an und ansonsten bis zum nächsten Spiel. Tschüss.